So, heute beginnt die EM 2024 in Deutschland und das Eröffnungsspiel ist Deutschland gegen Schottland. Ich habe hier fünf Stickertütchen und einen als Ersatz, falls gar kein Tor fällt hier bei den fünf. Aber den machen wir erstmal auf Seite, den brauchen wir erstmal nicht. Wir haben jetzt erstmal hier die fünf. Also mein Tipp wäre, also dass Deutschland hoffentlich gewinnt. 2-1, 3-0, keine Ahnung. Ich bin mal gespannt, was ihr so tippt. So, wir beginnen mit dem ersten Tütchen. Ich bin echt mal gespannt, was das Orakel hier sagt. So, wir haben Serbien, ein Logo. Dann haben wir hier Finnland. Und da haben wir Deutschland, aber der Keeper, also noch 0-0. Hier, Oliver Kahn, Legend. So, wenn jetzt ein Schotte kommt, der ist kein Keeper, dann, Portugal natürlich. Dann haben wir Slowakei und Slowenien. So, noch 0-0. So, wir haben hier Belgien. Dann haben wir Finnland. Und da haben wir Ilkay Gündogan. Das ist das 1 zu 0 für Deutschland. Sehr geil. Dann haben wir hier England. Wir haben hier Serbien. Slowenien. Und somit steht es noch 1 zu 0 für Deutschland. So. Wir haben Ungarn-Logo. Dann haben wir hier Kroatien. Ups, so rum. Schweden. Zlatan Ibrahimovic. Okay. Tschechien. Belgien. Und Dänemark. Okay. Im Moment sieht es ziemlich schlecht aus für die Schotten. Aber wir haben noch zwei Tütchen. So, wir haben Italien. Albanien. Wir haben die Schweiz. Wir haben die Türkei. Wir haben hier Slowakei. Wir haben hier Österreich. Und wir kommen zum letzten Tütchen. Wenn hier kein Schotte drin ist, hat Deutschland 1 zu 0 gewonnen. So. Wir haben Rumänien. Haben wir hier Italien. Und da ist das 2 zu 0 für Deutschland durch Timo Werner. So, 2-0. Haben wir nochmal England. Haben wir Israel. Und die Niederlande. Also, somit geht das Orakel hier 2 zu 0 aus. Wir haben den Torwart nicht gebraucht. Ja, also ich denke mal, dass ich alle Deutschland-Spiele orakele. Weil, wenn ich jetzt alle Spiele orakele, das wird teuer. Ja, ich bin mal gespannt, was ihr so tippt. Haut eure Tipps in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Orakel oder die Shorts. Dann würde ich sagen, haut herein, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.